Willkommen zum Mario Kart Wii Online. Zweites Profil, erster Cup. Ja, und wir starten auf der Kumu-Weide. Kann das was Gutes heißen? Ich glaube fast nicht. Und ja, schauen wir mal, was das Rennen so bringt. Zumindest eine Fake-Box, ja. Frisst das. Wie auch immer. Oh, Alter, habt ihr den Roten gesehen? Wieso hat er mich nicht getroffen? Das ist auch mal so eine Frage, warum manchmal Rote einfach so ins Leere gehen. Ich meine, der war eindeutig auf mich geschossen, oder? Na gut, vielleicht war da noch einer. Okay, der Lag ist extrem, eventuell mal wieder. Ich hasse die Strecke, weil ich, ganz schlimm, finde ich einfach diesen Sprung da vorne. Den kann ich nicht, also, beziehungsweise, was heißt, den kann ich nicht. Wenn ich da dann lande, ist immer ein bisschen blöd. Und wir sind übrigens 12 Leute hier und es ging irre schnell. Es ging wirklich irre schnell. Also Profil 2. Lob. Großes Lob mal wieder. Das war sehr gut. Und ja, Gott sei Dank hast du mich da geblitzt und nicht da vorne jetzt. Also wenn ich dann den Shortcut fahren würde. Ja, schon wieder eng. Ich muss jetzt mal ein bisschen nach vorne kommen. Ah, drei Pilze. Ja, ich weiß, Leute, wenn ich das da benutze, ist das eigentlich totaler Blödsinn. Aber... ich wollte einfach schnell nach vorne, verdammt. Ich möchte nicht gleich im ersten Rennen so verkacken. Denn in der Regel ist das, was ich im ersten Rennen mache, das zieht sich dann so den Rest durch den Rest des Tages. Alle können da einfach so durchfahren. Ist doch nicht zu glauben. Komm, on Pilz. Ah, was machst du da? Was machst du da? Was machst du? Ich hätte mich erst... ah, oh, ich bin so dumm. Komm jetzt hier, den Knaller, den Knaller, den Knaller schlechthin. Okay, doch, 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 doch. Und Otaro, König der Kugelwillis, konnte mich vielleicht noch kriegen, ich weiß es nicht. Je nachdem, wie die Verbindung hier so steht. Ach da. Und Otaro, ja, du alter Lacker, du alter Lacker. Noemi hat gewonnen, hey, Glückwunsch. Mann. Also machen wir uns auf einen schlechten Cup gefasst. Weiter geht es auf der Pilzschlucht. Und ich möchte jetzt mal über was reden. Und zwar das Special, das ich eigentlich als 100. Part geplant hatte. Da hatte ich ja eigentlich vor, die 9000 Punkte zu holen. So, jetzt habe ich seit gestern eine etwas andere Idee dafür. Und ja, aber dazu kommen wir erst gleich. Denn ich habe auch gestern noch versucht, vorher sogar, das aufzunehmen. Nur musste ich recht schnell merken, dass ich, ja, ich war etwas müde. Es war halt nach der Frühschicht und es war schon wieder kurz nach 9 so, also 21.05 Uhr sagen wir jetzt einfach mal, als ich angefangen habe. Und da war ich ziemlich müde. Ich bin jetzt auch gerade ziemlich müde, was man, ich weiß nicht, vielleicht merkt man es. Ich bin sehr lange wach, keine Ahnung. Ich war dann nämlich auch schon um 10 Uhr wieder im Bett, als ich gemerkt habe, es hat echt keinen Sinn, weil ich einfach so kaputt war. Und ja, seitdem bin ich heute schon wieder um 6 Uhr morgens wach, weil... ich einfach so schlecht... ha, ich werde natürlich von dem Grünen erwischt. Weil ich einfach, ja, geschlafen habe so früh. Ja, die Frühschicht, ne? Da gewöhnt man sich manchmal ein bisschen dran und dann... steckst du da so drin. Aber gut, es soll jetzt auch keine Ausrede sein, warum ich diese... nein, diese Special nicht mache. Meine andere Idee ist halt, gestern Abend hat Heringway ein Video hochgeladen. Und zwar ging es dann darum, dass er... versuchen wollte, den Speedrun-Weltrekord in Mario Kart Wii zu schlagen. So, der ist wie folgt. 150 Kubikzentimeter, Gegner auf schwer, Items auf Standard und alle 32 Strecken fahren. So, und die Zeit, die am Ende dabei rauskommt, und damit meine ich jetzt nicht die mit den Ladezeiten und so, nein, einfach nur die pure Streckenzeit gegen die Computergegner, die zählt. Und dieser Weltrekord liegt bei einer Stunde, 7 Minuten und 9 Sekunden. Hering hatte am Ende, ja, sage ich euch jetzt nicht. Falls ihr das Video gucken wollt, will ich euch da nicht spoilern. Auf jeden Fall, es ist ganz lustig, kann man sich mal angucken. Und ja, ich habe mir gedacht, vielleicht könnte ich es ja auch einfach mal versuchen als Special. Denn, wer, ja komm, ey, immer wenn das jemand bei mir macht, ist das abgegeben. Das ist unfassbar. Ich habe echt heute kein Glück in diesem Cup. Auf jeden Fall wäre meine Idee, das auch mal zu versuchen, vielleicht das als 100. Cup zu machen. Und ja, als Themen hätte ich ja ohne Ende, die habt ihr mir ja vorgeschlagen.
Also ich glaube, das wäre nicht so die schlechteste Idee. Aber, na. Ich weiß nicht. Da könntet ihr mal was zu sagen. Wollt ihr lieber, dass ich online die 9000 Punkte fahre? Oder soll ich versuchen, den Speedrun-Weltrekord zu schaffen? Ich meine, klar bin ich nicht so ein guter Fahrer, wo man meinen sollte, der könnte das schaffen. Aber es ist ja auch so, dass das ein bisschen glücksabhängig ist. Aber gut, Glück habe ich auch nicht. Naja, Versuch ist es doch trotzdem wert. Da bitte ich auf jeden Fall um eure Meinung. Und jetzt geht's erstmal weiter mit der Piazzale Delfino. Hui. Und ich starte vom 10. aus, was bedeutet, ich bin vorhin 10. geworden, ja. Ihr habt es ja eventuell gesehen, ich bin mir noch nicht sicher. Einige von euch werden es gesehen haben, ja. Und, wir müssen hier jetzt langsam aus diesem Wirrwarr raus und nach vorne und dann durchpreschen. Klare Sache, ich habe eigentlich vor zu gewinnen. Ich habe ja auch vor ein paar Parts gesagt, jo, ich bin jetzt Profi hier und da. Das war natürlich nur Spaß, Leute. Also wenn ich sowas sage, so angeberisch werde, wisst ihr? Also so nach dem Motto, boah, kann das so gut, ich bin der Beste, der Größte. Das ist immer nur Spaß. Wirklich nur, dient nur dem reinen Unterhaltungszweck. Oder der Tatsache, dass ich nicht weiß, was ich gerade sagen soll. Das war schlecht, ich weiß, aber passt schon, denn es reicht. Und Otaro, bitte, du rammst mich einfach jetzt mal nicht. Boah, ja, Stern und Maxi. Ja, ich weiß schon, was du hier machst. Nein, Quatsch. Otaro ist kein Cheater. Glaube ich auf jeden Fall nicht. Otaro nimmt ja auch immer brav auf und gibt das Ganze als Videoantwort ab, so dass man das auch nachprüfen kann. Wenn das wieder so gut gefahren ist und man sich wundert, was hat er da gemacht? Otaro, oh Mann, Otaro, Alter. Wir beide, wir hängen hier hinten fest. Ja, der Sven auch, natürlich. Sven wird bestimmt auch eine Videoantwort posten. Die könnt ihr euch auch ruhig mal angucken. Also die werdet ihr jetzt nicht sofort. Also die Leute, die das Video natürlich so unter den ersten 100 oder 200 gucken, da habe ich die Videoantworten meistens noch nicht. Oder ich habe sie schon bekommen, aber noch nicht freigegeben. Das ist immer so das Problem, dass ich dafür ja zu Hause sein muss, beziehungsweise wach sein muss. Fast noch schlimmer. Wenn ich zu Hause bin, schlafe ich. Das ist doch ganz klar. Ein müder Kerl, verdammt. Ja, ich könnte heute echt durchgehend darüber philosophieren, wie müde ich doch gerade bin. Schrecklich, ich hasse es. Müdigkeit ist echt ein ganz schlimmes Thema bei mir, weil ich wirklich so oft und viel müde bin. Aber es ging eigentlich so die letzten Tage, wenn ich so drüber nachdenke, ist das jetzt gerade ganz schön extrem und wundert mich fast. Oh mein Gott, sollte ich mir Sorgen machen? Ich denke nicht. Ich habe mir auch die Augentropfen nicht reingehauen. Scheiße, jetzt ist alles klar. Ah, die brauche ich. Meine Augen sind einfach nur müde. Das ist es. Der Körper will noch. Mehr oder weniger, aber die Augen nicht. Ich habe auch ja gerade mein Mii freigespielt. Hat eine Dreiviertelstunde knapp gedauert. Da ich auf diesem Profil hier noch keinen einzigen Cup gespielt habe. Also so auf normalen Wege halt. Nein, ich kriege kein Item. Verdammt, kann der Light Rider jetzt nicht einfach hier noch den Rennstern abschießen? Hat er auch scheinbar. Triff Light Rider, komm, triff ihn. Yes! Nein, und da kommen die Geier von hinten. Das ist ja wieder typisch. Rennstern knallt dagegen und bin ich Vierter? Mach schon, lass mich Vierter sein. Bitte, Gott. Vierter, gib mir Punkte. Ich brauche ein paar Punkte. Fünfter, 13 Punkte. Ausraster hier bitte einfügen. Und Noemi, was ist denn da los? Seit wann bist du denn so gut? Hä? Verkehrte Welt? Nein, okay, schlecht warst du ja auch nie. Und Gary auch nicht. Und ja, alle gut hier. Außer mir. Mann. So, Leute. Ich habe mir den Kick für die Augen gegeben. Und bin jetzt absolut bereit, auf SNES Marios Piste 3, dem großen Finale des ersten Cups, des zweiten Profils, alles zu geben. Um nochmal... Ja, richtig derbe aufzuholen. Genau so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Ja, das ist sehr gut. Sehr gut. Niemals zu... Oh, nimm doch jede Röhre mit. Natürlich, er nimmt wirklich jede Röhre mit. Der gute Funky, du bist kein Klempner, Mann. Du brauchst die Röhren doch gar nicht. Oh, wie ätzend. Passt. Kugelwilli. König Kugelwilli. Wollo startet jetzt durch. So. Hast du davon. Und Otaro noch weggeschleudert. Und auch nicht. Nein, er darf weiterfahren. Hast du Glück gehabt. Nein. Oh. Da ging nichts mehr. Aber na gut, dann wäre ich in die Bombe gefahren.
So oder so wird es nicht, nicht funktionieren können. Nein, absolut nicht. So, weiter geht's. Komm, Stefan, ich krieg dich. Ja, den wollte ich noch gar nicht einsetzen. Das ist natürlich wieder phänomenal hier. Ah, genau so sollte man das fahren. Oh mein Gott, konzentrier dich, Junge. Ja, ich bin wirklich unkonzentriert, ja. Die Müdigkeit. René, wartest du auf mich? Ich glaube es zwar irgendwie nicht, aber naja. Kann ja auch mal sein. Nein. Hier haut mich keiner um. So, und hier nehmen wir noch ein Item mit. Ja. Und das... Oh, drei Pilze. Drei Pilze. Die wollen vernünftig eingesetzt werden. Okay, auf dem sechsten kann man nochmal was Gutes ziehen. Ungefähr sowas hier. Das ist alles nicht ernst. Das kann alles nicht euer Ernst sein. Tide Rider kommt auch nochmal von hinten. Nee, du holst mich nicht. Du holst mich nicht. Hier holt mich keiner mehr. Vergiss es. Ja, Funky, ich weiß. Ich weiß doch. 17 Punkte. Ja. Geht so. Glückwunsch an Gary. Und den Rest. Ja, 9. Platz. Toll. Ich hoffe, wir sehen uns trotzdem beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dann und ciao.